Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf euch alle wieder heute sehr herzlich begrüßen zu unserem wöchentlichen Livestream am Samstag, den 14.11.2020 um 19 Uhr. Wie jede Woche zu unserem Thema zu Gast beim ÖDVU Unternehmensvereine.at. Wolfgang, schön, dass auch du heute mit dabei bist. Jo, ich freue mich auch. Wir haben ja heute wieder ein interessantes Thema, um es so zu sagen, ja, was wir uns vorgenommen haben, ein wenig zu besprechen. Ja. Wir wollen ja heute mit der Themenreihe Recht und Steuern beginnen bei Unternehmensvereinen. Da gibt es ja wirklich eine ganze Menge zu sagen und was ja wirklich sehr, sehr wichtig ist, das einfach zu wissen. Aber bevor wir mit dem Thema jetzt beginnen, nur ganz kurz diesmal an dich, lieber Wolfgang, die Frage zur Datenschutzgrundverordnung. Ist es für dich in Ordnung, dass dieser Livestream aufgezeichnet wird und für in den Archiven bereitgestellt wird? Ja, lese ich da. Das ist wirklich ausgezeichnet. Danke, Wolfgang. Ja. Dann kann ja unserem interessanten Gespräch heute wirklich fast nichts mehr im Wege stehen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Vielleicht zu Beginn noch einmal ganz kurz für alle, die jetzt noch nicht wissen, wie sie sich zu unserem Newsletter zum Beispiel registrieren können oder zur kostenfreien Mitgliedschaft anmelden können. Einfach auf unternehmensvereine.at gehen. Dort kann man sich wirklich und mit ein paar kleinen Schritten registrieren. Und man hat dann also Zugang zu vielen, vielen wichtigen Informationen. Und die werden eigentlich jetzt, wenn wir Wolfgang so sagen wollen, immer mehr, weil unser Spektrum an Live-Sendungen, sei es wie auch hier angezeigt, in Okidok am Montag jetzt immer um 19 Uhr oder sei es eben samstags und vieles mehr, das ist jetzt ziemlich schon abgerundet. Mhm. Was haben wir da jetzt eigentlich schon alles beisammen, Wolfgang? Ja, hast du es ja schon gesagt, also eben die Samstag Veranstaltung, die jetzt ja gerade läuft, dann eben Okidok um 19 Uhr am Montag immer, dann gibt es also nicht terminlich fixiert, gibt es einen Weblog, den wir haben, der etwa alle 14, einmal in der Woche rauskommt, dann gibt es, Moment, ich muss selber schon alles schauen, also einen Blog. Dann gibt es einen Newsletter, den wir mittlerweile also jetzt dann schon normiert alle 2 Wochen rausbringen. Und dann gibt es eben auch noch die ganzen Videos, die von früher noch also im Archiv drinnen sind, die man sich jederzeit direkt anwählen kann. Also das heißt, wir haben da wirklich jetzt eine umfassende Möglichkeit geschaffen, dass sich Menschen also je nach ihren Wünschen und Bedürfnissen einfach informieren können und am Laufenden sind, ja. Und halt die Geschäfte, die was einfach im Unternehmensverein notwendig sind, einfach gut zu führen sind. Und, ja, bitte. Vielleicht darf ich nur dazu sagen, die Gespräche, die auf Okidok also geführt werden, das ist ja nur rein Audio, auch die, also alle diese Sachen sind archiviert und kann man immer wieder abrufen auf einer Webseite, die heißt Video Audio Blog. Also in einem Wort, Video Audio Blog. Unternehmensvereine.at. Und da hat man eben die Audiosachen, die Videosachen zum Anklicken und die einen Link zu dem Weblog. Ja, ich denke, und alle, die was das also vielleicht auch schon morgen eine Frage haben wir ja zum Glück auch unseren Ubuntu-Wandertag, ja, wo jeder sehr, sehr gerne eingeladen ist, also mitzukommen, wo man vielleicht von heute nicht erwähnte Themen für jemanden, der was sagt, okay, ich will jetzt nicht reinrufen bei uns, was ja jederzeit möglich ist, man muss ja nur bei Skype quasi im Verzeichnis entweder nach Kobler Network oder nach Reinhard Kobler suchen, ja, und dann kann man eigentlich jederzeit live in unserer Sendung also mitmachen und sich einbringen. Mhm. Ja, vielleicht auch, wie gesagt, schon angekündigt, unsere Themenreihe Recht und Steuern startet ja heute.
Und wenn wir schon das Wort Steuern erwähnen, eine davon ist ja die Kapitalertragssteuer, wie sie zum Beispiel bei einer GmbH zum Beispiel zum Zahlen ist, ja. Gibt es Möglichkeiten, dass man vielleicht diese nicht zahlt, Wolfgang? Ja, na, also Kapitalertragssteuer sind natürlich, also ganz allgemein eben, sage ich jetzt einmal so, muss man ein bisschen früher anfangen, was ist ein Ertrag aus einem Kapitalvermögen? Und ein Beispiel, das hast du jetzt schon genannt, Reinhard, ist ein Kapitalvermögen, ist ein Ertrag aus einer GmbH, weil eine GmbH ist eine Kapitalgesellschaft. Und jeder Ertrag, den man daraus hat, weil man zum Beispiel selber Gesellschafter ist, und die macht dann Gewinn, diese GmbH, dann hat man eben auch gemäß seinem Gesellschafteranteil, hat man dann einen Ertrag daraus. Das ist also ein Kapitalertrag. Aber Kapitalerträge sind auch ganz einfache Sachen, Zinsen auf Sparbücher zum Beispiel. Also, ich meine, täglich fällige Sparbuch gibt es auch Zinsen, aber ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch positiv oder negativ Zinsen gibt es oder praktisch gar keine. Aber schon, wenn man hat ein gebundenes Sparbuch auf 2 Jahre oder 3 Jahre, gibt es auch schon Zinsen, wenn so ein bisschen Ding. Auch das sind Kapitalerträge oder aber eben auch sind das Erträge auf Zertifikate, auf Rohstoffe oder Derivate, Optionen auf Rohstoffe oder auf Fonds oder auf Dividenden, auf Anteile von Aktiengesellschaften oder Kursgewinne, die man einfährt. Also wenn man zum Beispiel, vor einiger Zeit war das sehr in Mode, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, dass man wenn man was Größeres zu finanzieren gehabt hat, meistens war das eigene Haus, dann hat man das, um den Kursgewinn zu anderen Währungen auszunutzen, hat man diesen Kredit dann genommen in Yen. Das war recht beliebt, oder in Schweizer Franken oder was. Und aus diesen Kursgewinnen hat man dann also Erträge erzielt, die natürlich direkt zur Rückzahlung dieses Kredites verwendet wurden. Aber auch das sind eben Kapitalerträge, und müssen mit der Kapitalertragssteuer besteuert werden. Das ist einmal wichtig, dass man das definiert oder das einmal weiß, was sind denn alles Kapitalerträge. Na, dann fallen ja eigentlich die Erträge fallen ja in der Regel relativ schnell an, ja, wenn man jetzt da irgendwie, sei es gewerblich tätig ist oder irgendwie aus einem Ertrag quasi was schöpft, ja, oder gewinnt, ja. Also das heißt, also man kann sich da eigentlich relativ schwer nur also dem entziehen, wenn man so sagen will, ja. Das stimmt, vor allen Dingen deshalb, weil wenn irgendeine Bank oder ein Geldinstitut damit beschäftigt ist, wie es zum Beispiel also bei Aktiendepots der Fall ist, die werden ja von einer Bank verwaltet, und wenn das eine Bank irgendwie oder als auszahlende Stelle eben also eingebunden ist, dann wird gleich diese Steuer eingehoben von der jeweiligen Stelle, von der Bank, die macht es gleich, da bekommt man gar nicht den ganzen Ertrag zu Gesicht, sondern die nehmen gleich weg und führen es selber, sind verpflichtet dazu, führen es gleich selber an das Finanzamt ab. Und das sind halt, also, das kennt jeder, der ein Sparbuch hat, das fällt einem halt nicht auf, weil normalerweise sind die Sparbücher eh derartig niedrig verzinst, also, ja, da kommt es gar nicht draus an, aber doch, es sind ein Steuersatz von 25%. Also ein Viertel von dem Gewinn, der da rauskommt, wird als Steuer ans Finanzamt abgeführt, gleich von der Bank. Aber das ist ja im Grunde genommen, wenn man jetzt ein Viertel schon jetzt einmal los ist, ja, das ist ja noch lange nicht alles. Ich meine, das sind ja noch nicht die quasi die Steuern, die grundsätzlich als Einkommensteuer oder wie auch immer anfallen, um überhaupt einen Ertrag ausschütten zu können, ja, sage ich einmal, ne? Weil Ja, oh nur. ja. Also, danke für den Hinweis.
die Kapitalertragssteuer ist eine Form der Einkommensteuer. Ja. Also die Einkommensteuer hat verschiedene Formen und das sind alles Einkommensteuern, nämlich das, was wir kennen eben als Einkommensteuer für einen Selbstständigen, Einkommensteuer. Die Lohnsteuer für einen unselbstständigen Erwerbstätigen ist auch eine Einkommensteuer und auch die Kapitalertragssteuer ist auch eine Einkommensteuer, nämlich eben für Einkommen aus Kapitalerträgen. Und da kann jetzt, und so setzen sich halt dann quasi entsprechende Steuersätze dann mit der Käst, ja, entsprechend hoch zusammen. Ne? Ja, es ist nicht zusammen richtig. Also wenn, sagen wir mal, wirklich von einer GmbH, sage ich jetzt einmal, von meinem Anteil, muss einmal die GmbH selber, also wenn sie einen Gewinn erzielt, die, was wir auch bei den Unternehmensvereinen kennen, muss sie einmal 25% Körperschaftssteuer bezahlen von dem Gewinn. Und von dem, was überbleibt, wird eben dann an die Gesellschafter ausgeschüttet, je nach ihrem Anteil. Und das sind dann noch einmal 27,5% von dem, was überbleibt. Also nur mal, also 110% von diesen 25%. Und insgesamt, weil das dann schon weniger ist, ergibt sich daraus eine Gesamtbelastung von ungefähr 46%. Also sagen wir, summa summarum, die Hälfte von dem, was die GmbH erwirtschaftet, ist weg. Und das ist auf jeden Fall, wenn man sich das nämlich einmal genau überlegt und viele wissen eben nicht, was da wirklich alles so abgezogen wird, eben wie hoch das ist, ja. Und wenn man sich dann eben überlegt, dass man die Hälfte einmal quasi abschreiben ja. kann, ja. Und, ja. Und wo man einmal sicherlich was aus dem, also man muss da dann wirklich einmal einiges verdienen, Umsätze machen, ja. einiges an Umsätze machen, dass dann ja. einmal ein erträglicher Anteil quasi dann überbleibt, ja. Das ist auf jeden Fall richtig, allerdings muss man auch sagen, es ist immer noch besser, als wenn ich diesen selben Gewinn erziele als Einzelunternehmen, weil dann zahle ich nämlich die eigentliche Einkommensteuer drauf und das sind nur diese Steuer geht schon rauf bis zu 50% oder glaube ich jetzt sind es 52%. Also da ist auch wirklich die Hälfte oder sogar ein bisschen mehr als die Hälfte auch des Geldes weg und das ist ziemlich bald. Ich muss jetzt die Grenzen nachschauen, aber die liegen recht niedrig, ich glaube bei einer Million persönlichen Gewinn und man darf nicht übersehen, der ist für Einzelpersonen auch heutzutage recht bald erreicht, weil es gibt eine Menge Leute, die sind beteiligt, also über Multilevel-Marketing, Firmen in der ganzen Welt verzahnt und wenn man das ein bisschen länger macht oder was gibt's noch? Fällt mir jetzt gerade ein, das ist das Populärste. Also da kommt schon bald einmal eine Million zusammen. Nicht? Weil wir haben also selber Mitgliedsbetriebe, die haben schon weit in die Hunderttausend, also fünfstellige Beträge pro Monat. Da bist du im Jahr über der Million drüber. Und dann hast du also, wenn die Einzelfirmen wären, ja. dann hätten sie den höchsten Steuersatz. Das heißt und geht nur die Sozialversicherung auch noch dazu. Das heißt also, wenn ich klassisch als Einzelunternehmer zum Beispiel an 10 anderen Firmen, weil ich da auch geholfen habe, die mit aufzubauen, auch noch beteiligt bin, ja, ja, ja. dann bleibt eigentlich nur mehr weniger als die Hälfte, von dem über. Ne? Genau, und als Einzelunternehmen hast du noch die selbstständigen Sozialversicherung, die ist auch noch, gut, ich meine, bei diesen Beträgen fällt das auch nicht mehr ins Gewicht. Aber sage ich jetzt einmal, es bleiben vielleicht nur 45% oder 42%, man muss es jetzt genau nachrechnen, bleiben über, was dir dann echt überbleibt. Ja. Ja, und hast du da irgendeine Idee, was wir unseren Zusehern also als Variante anbieten können? Oder wie man, oder einer zumindest einmal erzählen kann, wie man damit umgehen könnte, ja. Wobei jetzt also mir jetzt das nur das Thema mal grundlegend streifen wollen, ja, weil das ja für jeden eigentlich ganz anders ausschaut. Ja. Also man kann das jetzt nicht als Standardrezept für alles hernehmen. Ja. Ja, das ist grundsätzlich bei der Steuer so,
weil da sind immer etliche Faktoren zu berücksichtigen. Aber ganz allgemein kann man sagen, dass, und da kommen wir jetzt in einen anderen Themenkreis hinein, dass gemeinnützige Vereine sind befreit von der Kapitalertragssteuer. Okay. Und da treffen also zwei Themen zusammen, über die wir hier auch immer wieder reden, aber ich mache mal eins nach dem anderen. Das erste ist einmal, zu diesem Zweck muss der Verein eben als gemeinnützig anerkannt sein vom Finanzamt. Das ist wiederum eine wichtige Sache, das zu verstehen. Immer wieder treffen bei uns ein Meinungen auch von unseren Mitgliedern oder auch von anderen Leuten, die eben irgendetwas nachfragen. Und es ist diese allgemeine Meinung, dass Unternehmensvereine oder der Status als Unternehmensverein oder ganz allgemein als gewerblicher oder gewerbetreibender Verein würde also Gemeinnützigkeit ausschließen. Und ich sage es also nochmal, ich habe es schon wirklich oft gesagt, wird auch immer wieder wir haben auch eigenes Video darüber gemacht, Gemeinnützigkeit hat mit Gewerblichkeit nichts zu tun. Es kann jede Rechtsform, die gewerblich ist, zum Beispiel, wenn wir schon darüber geredet haben, eine GmbH, es gibt gemeinnützige GmbHs, aber GmbHs sind auf jeden Fall gewerblich, weil GmbHs sind auf Gewinn orientiert und auf Ertrag. Aber es gibt gemeinnützige GmbHs und es gibt gemeinnützige Genossenschaften, es gibt auch gemeinnützige Aktiengesellschaften. Eine gemeinnützige offene Gesellschaft, also eine OG, glaube ich, gibt es nicht, weil das weiß ich aber nicht, ob es nur in Kapitalgesellschaften möglich ist. Das kann ich jetzt sagen, dann wäre es aber eine Genossenschaft. Okay, da bin ich ein bisschen überfragt. Oder ob das auch möglich ist, ich kenne jedenfalls keine, eine OG, eine gemeinnützige. Aber ich glaube, das ist auch möglich. Aber es kann auch eben nicht gemeinnützig sein. Gemeinnützigkeit ist nur ein reiner finanztechnischer Begriff und den kann man sich auch nicht aussuchen, dass man sagt jetzt dem Finanzamt, ich möchte gern gemeinnützig sein und möchte so behandelt werden oder auch ich will das nicht und will nicht so behandelt werden, das geht nicht, sondern das Finanzamt hat den gesetzlichen Auftrag, die Gemeinnützigkeit also auf jeden Fall von Vereinen. Bei anderen Rechtsformen ist es nicht, also ist es nicht so, aber bei Vereinen hat das Finanzamt die Pflicht, jedes Jahr die Gemeinnützigkeit zu überprüfen. Ist die Gemeinnützigkeit noch gegeben oder ist es nicht gemeinnützig? Warum? Weil das für den Staat eine Menge mehr Ausgaben bringt. Also in Wirklichkeit zahlen also gemeinnützige Vereine vieles nicht oder nur ermäßigt, ich würde jetzt nicht im Einzelnen eingehen, muss eben nicht gemeinnützige Vereine zu bezahlen haben. Also das heißt, der Staat verzichtet auf Geld und deswegen muss er auch jedes Jahr überprüfen, ja, ist es überhaupt noch gegeben, dieser Status, weil sonst verfällt eben der Gemeinnützigkeitsstatus. Und Und das kann natürlich jetzt, wenn so ein Gemeinnützigkeitsstatus entweder wegfällt oder aberkannt wird, kann das auch in die Vergangenheit ja gehen, ne? ja, richtig. Wenn der aberkannt wird und die kommen dann drauf, also de facto ist es so, die Finanzämter kommen gar nicht nach. Ich glaube, es bleiben jedes Jahr an die 50.000 Vereine in Österreich über, die nicht geprüft werden auf Gemeinnützigkeit, weil sie kommen einfach mit der Arbeit nicht nach. Und das ist kann ein Vorteil sein, ein Nachteil sein. Der Nachteil ist dann gegeben, wenn man schon, weiß ich nicht was, 5 Jahre ist nicht überprüft worden, was eh schon sehr, sehr lang ist, und dann wird also überprüft und das Finanzamt befindet, im jeweils vergangenen Jahr ist Gemeinnützigkeit nicht mehr gegeben gewesen. Erstens einmal fangen es dann an, zurückzugraben. Die 3 Jahre davor ist da schon jetzt Gemeinnützigkeit gegeben gewesen. Das heißt also, man hat auf jeden Fall dann eine Finanzamtsprüfung. Und meistens ist die nicht nur auf 3 Jahre, sondern auf 5 Jahre, weil es so praktisch ist, weil dann geht es gleich in einen Aufwaschen. Und wenn draufgekommen wird, dass auch schon vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren
die Gemeinnützigkeit nicht mehr gegeben war, dann muss das, was man also nicht an Steuern bezahlt hat oder bezahlen hätte müssen, bis zu 3 Jahre nachverlangt werden, also nachgezahlt werden. Was ja dann ein ziemlicher Brocken sein kann, ne? Was ein ziemlicher Brocken sein kann und was einer der Gründe ist, warum ich grundsätzlich dagegen bin, dass man sich als gemeinnütziger Verein eben einstufen lässt. Und da komme ich jetzt zum nächsten Thema. Ich habe vorhin gesagt, da kann man gar nichts machen. Man kann nicht im Finanzamt sagen, ich tät gern das sein oder ich tät gern das sein, sondern das entscheidet ganz alleine das Finanzamt selber, nach gewissen Kriterien natürlich. Und das ist wiederum sehr gut, weil an diese Kriterien müssen sie sich halten. Wenn man diese Kriterien kennt und sie absichtlich bricht, dann müssen die Finanzämter einen den Status als gemeinnütziger Verein aberkennen, weil man ja sich eben nicht an diese verschiedenen Grenzen, also da gibt es wirklich, die Broschüre darüber hat mehr als 100 Seiten vom Finanzministerium oder vom Innenministerium, glaube ich, weiß jetzt nicht. Also wenn man, ist ja übrigens auch auf unserer Webseite zum Downloaden, unter Menüpunkt Downloads oder Dokumente heißt ja, dort haben wir auch ein Exemplar dieser Broschüre. Der aktuelle ist, glaube ich, aus dem Jahr 2018. Das ist die gerade aktuelle, die kommt alle 3 Jahre neu raus. Und wenn man sich daran nicht hält, dann bleibt dem Finanzamt nichts anderes über, als einem den Status der Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Und dazu rate ich jedem Unternehmensverein von vornherein, um eben diese möglichst unangenehmen Folgen von vornherein schon auszuschließen. Also ich sage es noch einmal, die möglichen unangenehmen Folgen von Gemeinnützigkeit sind eben eine mögliche und rechtlich vorgeschriebene jährliche Finanzamtsprüfung, ist einmal nicht so lustig. Und das Zweite, wenn es aberkannt wird, kann es sein, dass man Jahre zurück das noch bezahlen muss, auch nicht so lustig. Und deshalb sage ich, ich rate jedem diese Kriterien einzuhalten und damit die Gemeinnützigkeit halt in Anspruch zu nehmen, weil es eine gefährliche Sache darstellt. Aber es gibt Fälle, wo die Gemeinnützigkeit erforderlich ist, weil manche Sachen, die der Staat also meistens eben auszahlt, an Förderungen und so weiter, sind an die Gemeinnützigkeit gebunden und bekommen nur dann Firmen, wenn sie eben gemeinnützig sind. Ansonsten bekommst du es nicht. Beispielsweise alle Sportförderungen. Sportvereine sind grundsätzlich gemeinnützig, da können sie gar nichts machen. Das ist vom Gesetz so. Heimatvereine, glaube ich, auch. Also das ist einfach so, an das müssen sie sich halten. Und deswegen hatten wir zum Beispiel einmal eine Anfrage voriges Jahr von einem Sportverein in Kärnten. Da waren zwei Sporthallen neu zu renovieren oder das Dach zu decken. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Und das hat gekostet, an das kann ich mich noch erinnern. Die hatten einen Kostenvoranschlag von 800.000 Euro. Für beides. Und wenn man gemeinnützig ist, dann zum Beispiel ist man auch umsatzsteuerbefreit. Und das heißt also, umsatzsteuerbefreit, man muss keine Umsatzsteuer, die man einnimmt, dem Finanzamt abführen. Eine Seite. Man darf aber auch nicht von etwas, was man einkauft, die Umsatzsteuer, also in dem Fall die Vorsteuer, geltend machen und sich vom Finanzamt holen. So, jetzt haben uns die Angreifer gesagt, jetzt müssen wir da die zwei Hallen renovieren. Das kostet 800.000 Euro. Was können wir tun, damit wir die 160.000 Euro, also 20% Umsatzsteuer, nicht auch noch zahlen müssen, sondern sie uns zurückholen könnten? Ja, weil das ist eben, wenn du gemeinnützig bist, dann zahlst du keine Umsatzsteuer, kriegst du aber auch keine. Und das ist auch ein Nachteil, auch das betrachte ich als Nachteil. Da kann man sich einfach nicht drehen. Und wie gesagt, manche müssen es sein, eben Sportvereine, aber die anderen Vereine müssen es nicht sein vom Gesetz her, sondern die
können sich ebenso verhalten, dass sie diese gesetzlichen Vorschriften, und es sind eine Menge, überschreiten. Und deswegen fallen sie raus aus der Gemeinnützigkeit gleich zu Beginn und verhalten sich wie jedes andere Unternehmen. Unternehmen auch eben zahlen normal ihre Steuern und holen sich die Umsatzsteuer zurück, so wie alle anderen auch, das einen weiteren Vorteil hat, dass man nämlich einfach nicht auffällt. Mhm. Das heißt, bei 400 oder 450.000 Firmen allein in Österreich machen das so und dann macht man es eben auch so, wie es alle anderen auch machen. Ja. Und es ist ja nicht so schwierig, ich sage mal, bei einem Unternehmensverein die Buchhaltung und so weiter zu machen. Für alle, die was bei uns natürlich Mitglieder sind, ja, da bieten wir zusätzlich eben entsprechend auch Dienste an, ja, wo wir unterstützend mitwirken, ja, sagen wir mal so. Ne? Ja, ja. Und ja, es ist einfach ein klassisches Unternehmertum, ja, wenn man so sagen will, ja, was wir halt da damit verbinden. Und das einfach hilft uns dabei, dass wir vor vielleicht der einen oder anderen unangenehmen Nachforderung dann nicht betroffen ist. Ja, genau. Ja. Und zu den Kreis zum Beispiel, die auch unbedingt gemeinnützig sein müssen, gehören auch Privatschulen zum Beispiel. Mhm. Also die müssen nicht vom Gesetz wegen gemeinnützig sein, aber anders kannst du es nicht finanzieren. Weil, wenn du eine Privatschule betreibst, hast du eine Menge an Lehrpersonal, die meistens alle Angestellte sind, und die kannst einfach nicht erzeugen, nur wenn die Eltern einen Mitgliedsbeitrag bezahlen, auch wenn der ziemlich hoch ist, das geht sie einfach nicht aus. Du brauchst und musst in Anspruch nehmen staatliche Förderung, die zahlen also Geld dazu, und wenn du das aber haben willst, musst du gemeinnützig sein. Ansonsten kriegst du es nicht. Und wie verhält sich das bei Rettung und Feuerwehr? Ist das auch quasi bei denen eine Gemeinnützigkeit, was die fix quasi machen müssen? Ja, also da haben Gemeinnützigkeit ist ja in mehreren Kriterien festgemacht, also eigentlich an drei. Und eines davon ist die Mildtätigkeit. Das heißt also Organisationen, die mildtätig tätig sind. Und mildtätig gibt es auch eine Definition davon, dass man also zumindest einem Menschen oder auch vielen Menschen uneigennützig oder ohne auf Gewinn bedacht zu sein, hilft und unterstützt und praktisch ihr Leben, also bei den Sozialorganisationen, Caritas, das sind alles gemeinnützige Organisationen. Und hast du jetzt, um nur mal den Kreis jetzt ein bisschen zu schließen, zu unserem Anfangsthema eben von der Kapitalertragssteuer? Ja. Genau. Hast du da jetzt irgendwie vielleicht ein Beispiel nur für uns, wie das praktisch umgesetzt ausschauen kann? Ja, das kann man machen. Ich wollte nur sagen, und eben wenn man von der Kapitalertragssteuer befreit sein möchte, dann ist es auch erforderlich, dass das eigene Unternehmen, also der eigene Unternehmensverein, als gemeinnützig eingestuft wird, weil sonst geht's nicht. Wenn das der Fall ist, dann kann man sich eine Befreiungsbescheinigung holen, dass man gemeinnützig ist, dann ist man von der Kapitalertragssteuer befreit, dann zieht auch die Bank nicht automatisch ein, sondern zahlt alles aus und das erledigt. Und das sind doch immerhin ein weiteres Viertel des Gesamtertrages, was man dann nicht zahlt. Das ist schon was, wenn es ein bisschen um größere Menge gibt. Ja, ich habe ein Beispiel dafür. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, also ein unserer Mitgliedsbetriebe, ist ein Betrieb, der hat, also machen wir es umgekehrt. Das ist eigentlich ein Einzelmensch, der betreibt seit etlichen Jahren, ich weiß gar nicht wie lang schon, ein sehr, sehr gut gehendes, lukratives Unternehmen als und dort, das ist eine GmbH und da sind, glaube ich, drei Gesellschafter drauf und er ist der Hauptgesellschafter, glaube ich, mit 50 oder weiß ich nicht, knapp unter 50, knapp über 50 oder genau, das weiß ich jetzt nicht, Gesellschaftsanteilen, und die machen also wirklich ein gutes Geschäft. Die vertreiben also so Nahrungsergänzungsmittel für Gesundheit und gerade jetzt, also ich habe
vor einiger Zeit wieder mit ihm telefoniert, hat er gesagt, diese Covid-Sache, die hat ihnen, glaube ich, 40% mehr Gewinn verschafft, ganz von alleine, weil die Leute alle ängstlich sind und die möchten sich schützen und die möchten also vorbeugen, Krankheiten und Immunsystem und was weiß ich. Sie sind eine Zeit lang nicht mit dem Packen und Versenden nachgekommen. Unglaublich, ja. Ja, unglaublich. So, natürlich hat der jetzt aber einen ordentlichen Anteil, weil insbesondere wenn in kurzer Zeit sowas passiert, dann kannst du mit allen möglichen Rücklagen, Rückstellungen oder Investitionen vorziehen oder alle möglichen Sachen, die einem einfallen, das bringst nicht zur Gänze weg. Also das heißt, derjenige hat jetzt dann eine Ausschüttung am Ende dieses Jahres von viel, viel mehr auf seinen Gesellschafteranteil. Also ich kenne die Zahlen nicht, die will ich auch nicht kennen, aber sie bewegen sich weit in den Millionen drinnen. Und also was er bekommt für seinen Gesellschafteranteil, also wird sich auch die jeweilige Kapitalertragssteuer zumindest im fünfstelligen Bereich bewegen, wenn nicht schon im sechsstelligen Bereich. So, wir sind jetzt dabei, oder ist bereits gegründet, ein Verein, Vereinsunternehmen. Wie weit das gediehen ist, weiß ich nicht, aber die Strategie ist die, dass seine eigenen Anteile der Verein übernimmt und der ist dann der Hauptgesellschafter. Das bedeutet eben auch, der Verein, der Unternehmensverein, ist derjenige, der das Kapital, also das Kapitalvermögen oder den Ertrag aus dem Kapitalvermögen dann lukriert und der zahlt aber für diesen Ertrag aus dem Kapitalvermögen aus der GmbH, zahlt er keine Kapitalertragssteuer. Also das heißt, zuerst wären ihm, das ist ganz grob gerechnet, wären ihm die Hälfte übrig geblieben, jetzt bleiben ihm 3/4 über Na, das von ist dem. ja was. Ne, man, das ist gerade in dieser Größenordnung ist schon Geld. Ne? Ja. Ja. Da ist es wirklich also, da ist es wirklich jetzt angebracht, vielleicht ein bisschen, dass jeder in sich geht, ja, jeder Unternehmer, ja, der was eben auch zum Beispiel eine GmbH hat, ja. Ja. Und vielleicht bei uns sich meldet oder beim Wolfgang sich meldet, ja. Und dass man da vielleicht einmal drüber reden, wie die ein mögliches Szenario einfach Ja. ausschauen kann, ne? Ja, genau. Das ist ganz wichtig, weil man natürlich den Verein auch dann so gestalten sollte, dass das auch einen Sinn ergibt und nicht nur aus Steuerspargründen. Bei ihm ergibt es natürlich schon einen Sinn, weil er hat eben Nahrungsergänzungsmittel und da hat er jetzt dann die Möglichkeit, zum Beispiel einen Sportverein zu gründen. Und da kann man ja gleich andere Erträge daraus bekommen, weil das macht ja auch der Mathe Schütz oder der Red Bull, dass er Filme dreht, was alles die Leute an sportlichen Höchstleistungen auf der ganzen Welt vollbringen. Diese Filme verkauft er wieder zum Beispiel an Fitnessstudios, weil ich weiß das, weil jedes Mal, wenn ich im Fitnessstudio bin, habe ich hier 6 Monitore, da laufen überall diese Red Bull Promotion-Filme, die ja sicher nicht gratis sind. Also man kann noch andere Umwege oder eben wenn jemand Nahrungsmittelergänzung verkauft hat, dann hat der dann drauf eben so den Namen von der Firma, nicht? Und weiß ich nicht was und klettert auf den Mount Everest hinauf oder egal was, nicht? Das ist ja eine Promotion gleichzeitig auch. Und man erspart sich noch Geld damit. Ja, das ist ja schon dann insgesamt eine ganze Menge. Also Ja. fassen wir nochmal zusammen. Wir haben jetzt also erklärt, dass man mit einer, wenn man eine möglicherweise GmbH, das ist ja nur ein Beispiel, ja, eben hat, ja. Und man hat zum Beispiel, man macht den Weg, dass man zum Beispiel, wenn man der Hauptgesellschafter ist, ja, dass man da die Anteile überträgt einem Unternehmensverein, der wiederum quasi entsprechende ausgeprägte Statuten hat, ja, die was eben sinnvoll sind, ja. Und ja, dann kann das gut funktionieren. Und dass das wirklich funktioniert, einfach bitte den Wolfgang anrufen, ja, oder sie einfach am besten als Mitglied bei uns also registrieren, kostenfrei registrieren, weil was haben die für ihre Vorteile, die Mitglieder bei uns, Wolfgang?
Viele. Das geht also von der Steuerberatung, die oder Jahresabschluss auch oder Rechnungsprüfung, die alle über jemand abgewickelt wird, mit dem wir einen Vertrag haben. Es geht über Rechtsfälle, die nicht nur Vereine betreffen, sondern allgemeine Rechtsfälle für unsere Mitglieder, mit welchem Rechtsanwalt wir einen Sondertarif haben. Es geht also weiter über Dienste, die wir anbieten, nur für Mitglieder, zum Beispiel Mitnehmen und Transportdienste auch aus dem Ausland. Es geht weiter über eine Gratisberatung oder Auskunft pro Woche eine Viertelstunde in Rechtssachen oder in Steuersachen, was man auch nur, also alle diese Leistungen werden von uns nur für unsere Mitglieder angeboten. Also das ist ja. Also durchaus, dass man schon mal vielleicht die erste Frage stellen kann, die was einem wirklich am Herzen liegt, ja, sage ich jetzt einmal, um einmal grundsätzlich vielleicht abzuklären, könnte hier diese Variante, die wir heute ja beim Livestream erklärt haben, könnte die hier zum Tragen kommen, ja. Ich denke, das lässt sich sicher mal grundsätzlich einmal nicht im Detail, aber mal grundsätzlich und grob einmal in der Viertelstunde einmal abklären. Ja, das kostet ja auf jeden Fall. In einer Viertelstunde kann man ganz schön viel besprechen. Und eben, wie es dann genau ausschaut, im einzelnen Fall muss man sich auch hinsetzen, muss man sich die Zahlen anschauen, muss man sich die Vorjahreszahlen hernehmen, hat es überhaupt einen Sinn und wenn ja, und wie viel bringt es? Aber dass es geht oder dass es machbar ist und grundsätzlich welche Vorgänge da passieren, das kann man leicht, also in einer Viertelstunde, übermitteln. Das ist gar keine Frage. Danke, Wolfgang. Also da haben wir also wirklich unseren Zusehern vielleicht heute wieder mal einen positiven Aspekt in die Zeit, in die jetzige Zeit gebracht. Also was vielleicht einfach auch vielleicht jetzt wirklich wichtig ist oder eine Möglichkeit ist vielleicht, dass man sie, wo jetzt vielleicht aufgrund Covid und wie auch immer alles, ja, eben die Ertragssituation eh grundsätzlich nicht so gut ist, ja, dass man da vielleicht auf der anderen Seite positiv gegenwirkt, eben wie bei uns, beim Wolf von Wolfgang jetzt erklärt, in Bezug auf die Kapitalertragssteuer. Na, und ich möchte also schon noch ergänzen, das Ganze gilt nicht nur, wie das Beispiel, auf Erträge aus einer GmbH, weil ich habe mir jetzt während des Gesprächs auch noch einmal angeschaut, einfach ein Sparbuch, ein normale Sparbücher, also tagesgeldfällige Sparbücher, liegen die Zinsen doch auch zwischen 0,01%, was wirklich nicht viel ist, also ein Zehntel Promille, oder aber 0,4%, was nicht mehr ganz so wenig ist. Und wenn ich habe jetzt einmal 1000 Euro, meinetwegen, auf Sparbuch, was nicht gerade das große, riesenhafte Vermögen ist, dann bekomme ich also schon, dann habe ich also schon Zinsen davon, also wenn ich eben diesen Zinssatz habe, mit 0,4%, habe ich dann schon wie viel? 1000, 10, also sage ich jetzt einmal 4 Euro für einen Tausender. Ja, Ist auch was, okay, ne? jetzt 4 Euro, ja, meine Herren. Aber davon zahle ich eben einen Euro schon an Kapitalertragssteuer. Für einen gewöhnlichen 1000 Euro Sparbücher. Und wenn es 10.000 Euro sind, was viele Menschen haben, dann zahle ich schon 10 Euro Kapitalertragssteuer. Also es läppert sich zusammen. Und dann habe vielleicht noch irgendwelche Aktien von irgendwem im Portfolio, wo ich gar nicht weiß, wie viel Ertrag die haben. Also es kann gerne mal ein paar Hunderter, die sind schon beieinander, die man da zahlt. Oder die man sich eben ersparen kann und nicht bezahlt. Super, Wolfgang, danke. Ja, fällt dir jetzt noch irgendwie was ein, was wir jetzt vielleicht nicht erwähnt haben in unserem Gespräch und mir aber nur sagen sollten, bevor wir in die Schlussrunde übergingen? Ja, mir fällt ein, es ist alles nicht so einfach, wie es oftmals und immer wieder dargestellt wird. Es gibt eben nicht nur das eine und das andere und damit sind wir fertig. Also man muss,
sich vor Augen halten, dass das ganze Geldsystem jetzt schon an die 12.000 Jahre existiert. Und ich meine, 12.000 Jahre, das ist schon eine Zeit. Und Millionen oder Milliarden Menschen haben sich den Kopf schon darüber zerbrochen, was man alles mit Geld oder mit Erträgen oder mit Zinsen oder mit Optionen oder mit Derivaten oder mit dem ganzen Zeug machen kann und damit man noch was rausbringt. Und natürlich die jeweiligen Leute, die dran verdienen, also meistens der Staat in Form von Steuern, haben natürlich auch sich immer wieder überlegt, wie können wir daran, was den Leuten immer dauernd alles einfällt, wie können wir auch noch einen Anteil davon uns wegholen. Also es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Ich meine, Steuerberater lernt man nicht an einem Wochenende. Und jetzt zum Beispiel mit den ganzen Kryptowährungen, man darf nicht übersehen, auch die gehen ja ein in die Einkommensteuererklärung. Die werden ja bemessen, weil die sind ja, also wenn sie konvertierbar sind, in andere Währung, andere Zahlungsmittel, dann müssen die auch angeführt werden als Posten. Und da ist man schnell, wenn, das weiß man eh, braucht man in die Zeitung reinschauen, binnen einer Woche hast du auf einmal 5.000% beieinander. Also das 50-fache von zuerst. Ja, da kommt natürlich, wenn es gerade auf einen Stichtag fällt, ans Jahresende kommt auf einmal ein Haufen Kapital. Auch das sind Kapitalerträge. Auch wenn sie in, weiß ich nicht, wie diese Kryptowährungen heißen, das ist ganz egal. Das sind ganz normale Währungen und die unterliegen der Steuer. Oder aber das nächste ist, wer hat Partnergeschäfte, wo man sagt, das gibt's ja eh schon jetzt, glaube ich, schon bald 50 Jahre lang oder 40 Jahre lang, wo man sagt, man hat eine Gruppe von Leuten und die machen untereinander Geschäfte, aber es wird nicht alles der komplette Preis bezahlt, sondern was weiß ich, es wird die Hälfte bezahlt, machen sich die Leute aus und die andere Hälfte bleibt im Partnerkonto stehen und wenn der dann wieder was von dem anderen einkauft, dann kann er mit diesem Guthaben. Auch das muss alles in die Buchhaltung und veranlagt werden. Das sind auch Kapital oder können auch Kapitalerträge sein. Also das geht ganz schnell, dass man da gleich einmal ein bisschen Geld zusammenbringt. Und wenn man, und ich höre immer wieder gerade gestern glaube ich, oder vorgestern, habe ich von jemand gehört, von einem Mitgliedsbetrieb von uns, ja, weil da ist jemand, der sagt, wenn man zum Beispiel, nur ist nur eines der Gerüchte oder der Lügen, kann man ja wirklich schon sagen, der sagt, wenn man gemeinnütziger Verein ist, dann sollte man keine Steuern, braucht man nicht einmal eine Buchhaltung führen. Das ist einfach nicht wahr. Das wird dermaßen versimplifiziert oder vereinfacht, damit man die Leute beeindruckt und dann rennen alle Leute her und sagen, ja, das mache ich auch, dann zahle ich gar nicht. Da gibt es für mich praktisch nicht nur, ich zahle keine Steuern, sondern es gibt gar kein Steuersystem mehr für mich. Das wäre so, was ich das vor. Nach 12.000 Jahren gibt es noch irgendwo ein Viehzerl, wo eben das Finanzamt sagt, naja, wo ist da? Okay, wir wissen zwar, dass das gibt, aber interessiert uns nicht. Das muss ja der gesunde Menschenverstand schon sagen, dass das Wahnsinn ist. Und wenn man da nicht aufpasst und wenn man sie nicht gut auskennt, dann kann man ziemlich schnell ziemlich viel zahlen. Ja. Ich appelliere wirklich an alle, kommt zum Unternehmensverband, also zum Dachverband, also den wir hier betreiben und erkundigt euch darum, wir wissen einfach. Und wenn es nicht geht, dass man sich was erspart, ja, dann geht es halt nicht. Aber es geht viel, viel mehr, als man glaubt. Und aber es ist nicht ganz so einfach, dass ich sage, ja, jetzt bin ich gemeinnützig, Steuer aus. Das, so einfach ist die Welt nicht gestrickt, gerade die Welt des Geldes. Ja, und ich denke, meine Herrschaften, das war wirklich total wichtig, dass das also mitbedacht wird, ja, und ja, bei gewissen Dingen, wenn dann irgendwelche, die was an Unternehmensverein eben auf diesen Irrglauben basierend eben dann führen und dann eben in Schwierigkeiten natürlich kommen, ja, ja, irgendwann können wir dann halt auch nicht mehr helfen, ja. Ja. Also wir arbeiten ja auch nur nach den gesetzlichen Gegebenheiten, ja, und ja. Und diese setzen wir entsprechend um und weil wir das ordentlich umsetzen, deshalb funktioniert das bei uns einfach gut. Ja, ja, so ist es. Ja, Wolfgang, nur mal recht einen herzlichen Dank also für
deine vielen wirklich interessanten Worte zum Thema Kapitalertragssteuer. Und wir werden also diese Themenreihe ja zum Thema Recht und Steuern ja weiter fortführen, weil da gibt es ja viele, viele wirklich interessante Informationen dazu. Ja. Ja. Unsere nächste Sendung, ganz kurz einmal angekündigt, am 21.11.2020 um 19 Uhr, also nächsten Samstag. Für alle, die es nicht erwarten können, können natürlich gerne mit uns mitgehen, morgen beim Ubuntu-Wandertag oder natürlich auch sehr gerne am Montag bei Okidok ab 19 Uhr vielleicht sich melden. Es besteht ja auch hier die Möglichkeit, entweder Variante 1, sich eben das nur anzuhören über die Okidok-Homepage oder eben, wenn man sich Mumble installiert hat, dann besteht eben die Möglichkeit, dass man natürlich auch mit diskutiert oder mitspricht. Und wir versuchen also da wirklich jetzt auch einen roten Faden, also durch, sei es Livestream, Wandertag, Okidok-Sendung Montag, Newsletter und so weiter zu bringen, ja, wo wir das also auch gut strukturiert aufgebaut dann euch allen also präsentieren und näher bringen versuchen. Alles Weitere, wie gesagt, anmelden beim kostenlosen Newsletter oder eben die kostenfreie Mitgliedschaft und bringt wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Ansonsten wünsche ich alle miteinander also dann noch einen wirklich sehr, sehr schönen Samstagabend, der noch jung ist. Und wir freuen uns also wirklich schon sehr auf nächste Woche, wieder zum nächsten Livestream. Also dann bis bald dann noch einmal an alle, ja, und tschüss, ja. Wolfgang, danke auch an dir. Und danke dir. Bis bald, ciao. Ciao.